Hallo Herr Gröner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier auf der MIPIM mit uns ein kleines Interview zu führen. Und Sie sind ja in den Augen vieler junger Investoren der erfolgreichste Immobilienmensch hier in Deutschland. Und da wollte ich Sie einfach mal fragen, wie würden Sie denn jetzt anfangen, wenn Sie jetzt heute in der heutigen Zeit in den Immobilienmarkt eintreten würden als Privatperson, als auch als Unternehmer? Welchen Weg würden Sie da einschlagen? Empfehlen Sie den Immobilienmarkt als solches zum Vermögensaufbau überhaupt oder würden Sie vielleicht was komplett anderes machen? Ich würde immer empfehlen, eine Strategie zu fahren, in der man nicht alles in ein Produkt steckt. Allerdings sehe ich tatsächlich große Chancen auch heute noch im Immobilienmarkt. Man muss sich gut überlegen, ob man dann in Hamburg oder in München in hochpreisige Regionen einsteigt. Ich würde aber erstmals die Empfehlung abgeben, immer in der Stadt, in der ich lebe oder wohne, mich zu investieren. Das heißt, meine Empfehlung ist, Eigentumswohnung kaufen, gesunden Menschenverstand einschalten, überlegen, würde ich da selber drin wohnen wollen, überlegen, ob mir das gefällt, überlegen, ob das auch noch in 10 oder 20 Jahren zeitgemäß ist, ist es ökologisch sinnvoll, sind die Rahmenbedingungen einer günstigen Heizung, einer ökologischen Bewirtschaftung gegeben, stimmt der Preis, ist der Preis im Verhältnis zu dem, was sich die Menschen in dem Ort leisten können. Wir haben A-Standorte, B-Standorte, C-Standorte. A bedeutet Hamburg, München, Düsseldorf, Stuttgart. Da sind die Preise etwas höher. Wenn das aber in einer sehr guten Lage in Stuttgart, Hamburg oder ähnlichem ist, dann kriege ich auch eine hohe Miete und auch in Zukunft eine hohe Miete. Wenn ich im B-Standort bin, Karlsruhe, Nürnberg, Leipzig, auch da geht es darum, wie ist die Kaufkraft im Verhältnis der Bevölkerung zu dem, was ich investieren möchte. Und das ist die Überlegung, die ich gesunden Menschenverstand nenne. Also einfach überlegen, wer könnte in Zukunft die Wohnung nutzen? Kann das jemand sein, der mir auch noch in 10 Jahren oder 20 Jahren die Miete bezahlt? Und wenn Sie das berücksichtigen, können Sie nichts falsch machen. Alle Menschen, die ihr Geld verloren haben in der Immobilie, haben sich auf Versprechungen, Steuerversprechungen, da würde ich auch nicht drauf eingehen, eingelassen. Es geht darum, zu prüfen, gibt es den Lehrer, den Polizeibeamten, gibt es die Dame, die in einem Geschäft arbeitet, die in Zukunft mir eine Miete für diesen Wohnraum, 1, 2, 3 Zimmer zahlen kann, die ich mir errechne. Und das kann jeder, ohne dass er Profi ist, für sich selber entscheiden. Da kann man ins Internet gehen, kann schauen, was da für Mieten an dem Ort bezahlt werden. Man kann ins Internet gehen, was sind die Wohnungspreise dort. Und wer das befolgt, kann fast nichts falsch machen. Okay. Wichtig halte ich es auch einfach, gerne in der Stadt zu investieren, indem man seine Zukunft sieht. Weil es ist immer mal interessant, wenn der Mieter nicht bezahlt, selber vorbeifahren zu können. Es ist immer mal interessant, wenn eine kleine Reparatur ansteht, selber vorbeifahren zu können. Wenn das irgendwie ein paar hundert Kilometer entfernt ist, kann das ziemlich ungünstig sein. Da tropft ein Wasserhahn und der tropft in Wirklichkeit gar nicht. Oder es wird ein Mangel angezeigt, den gibt es überhaupt gar nicht. Muss man schnell selber vorbeigehen können und so weiter. Wenn Sie mich nach der Perspektive fragen, in den Immobilienmarkt insgesamt einzutreten als Unternehmer, möchte ich die mehr von dem Zyklus beenden und sagen, es gibt keine Zyklen mehr, wie wir es früher kannten, 8 Jahre rauf, 8 Jahre runter und wir befinden uns weder am Anfang noch am Ende eines Zyklus, denn heute haben wir eine Diversifikation in dem Immobilienmarkt, der unterscheidet erstmal zwischen der Wohnimmobilie, der Gewerbeimmobilie, der unterscheidet zwischen der Immobilie in A-Standorten, wie wir es gerade eben hatten, in B- oder C-Standorten. Ja. Ich glaube wohl, dass in den A-Standorten die kaufkraftstarken Kunden schon ziemlich aufgebraucht sind, dass wir da nicht mehr riesen Potenziale haben von Leuten, die uns millionenschwere Investments in Eigentumswohnungen verfolgen können. Mhm. Da sehe ich eine leichte Sättigung voraus. In B-Standorten sehe ich die überhaupt noch gar nicht. Da ist Aufholbedarf, Standorte wie Karlsruhe, wie Nürnberg, wie Erfurt, Leipzig oder ähnliche, die haben noch die Möglichkeit, weiterhin in dem Zyklus nach oben zu gehen. Bedeutet, dass man auch da als Unternehmer sich überlegen muss, mit was steige ich ein? Kaufe ich mir ein Grundstück? Habe ich den Mut zu bauen und zu verkaufen? Und habe ich das Kapital dazu? Es ist schwierig, in so einen Immobilienmarkt einzugehen. Ich würde jedem jungen Menschen empfehlen, erstmal in einem Unternehmen zu arbeiten, um zu sehen, welche Fehler die machen. Wieso? Ich habe die Fehler alle selber machen müssen in meiner Karriere und ich hatte großes Glück. Ich habe die Kraft gehabt, immer wieder aufzustehen, wenn es nicht gefallen ist, weil es sieht so schön aus, was ich heute darstelle. Aber die wenigsten haben den Weg verfolgt,
den ich gehen musste, denn der Weg hat vor allen Dingen bedeutet, schneller wieder aufzustehen als die anderen und öfters wieder aufzustehen als die anderen. Erfolg hat ganz wenig damit zu tun, dass man etwas besonders gut macht, sondern es hat vor allen Dingen etwas damit zu tun, wie man mit Fehlern umgeht oder mit Niederlagen umgeht. Sie wissen, beim Tennisspielen viermal in gegnerisches Feld und Sie gewinnen das Spiel. Sie wissen, als Boxer mehr einstecken können als der andere, heißt, ich kann dann im entscheidenden Augenblick auch austeilen. Mhm. Und genauso ist das als Unternehmer. Ich würde meine Karriere abkürzen wollen, ich würde mein Leben wieder leben, wie ich es tue, aber ich würde jedem jungen Menschen empfehlen, geht in eine Firma rein, schaut es euch an, guckt ab, copy-paste und dann schaut, dass ihr ein Netzwerk schon habt, in das ihr reingehen könnt, am besten in Partnerschaft zu dem Betrieb, den ihr zum Beispiel verlasst und ähnliches. Das kann sehr gut sein, wenn bei mir ein junger Mann arbeitet und nach ein paar Jahren sagt, ich möchte raus, ich möchte die Vermietung selber machen, ich möchte eine kleine Projektentwicklung machen, wir würden ihm sozusagen die Chance geben, wir würden ihm dabei helfen, ihn unterstützen, klar, weil es genug Platz für Unternehmen und sage ich jetzt mal, mich holt es eh keiner mehr ein, also insofern kann ich mich da zurücklehnen. Also ja, und ein Markt mit vielen Marktteilnehmern, mit bunten Marktteilnehmern, mit jungen Marktteilnehmern ist ein guter Markt und wenn da neue Ideen kommen, das hilft uns. Ja? Ja. Und deswegen, ich habe ganz oft Zuschriften, wo Leute sagen, Mensch, ich tue jetzt auch mein Studium abbrechen und ich mache jetzt auch die Karriere. Da sage ich immer, bitte lasst das. Das ist mein Weg gewesen und das kann nicht euer Weg sein. Macht euer Studium zu Ende, geht in den Betrieb rein. Leistet euch die Spießigkeit, die Schmerzen, die ich hatte, die wollt ihr nicht haben. Und dann kürzt ihr das Ganze ab und ihr könnt immer noch die gleiche Karriere machen. Und entscheidend ist vielleicht auch zu sagen, was ich immer wieder höre, ich bin niemals morgens aufgestanden und habe für Geld gearbeitet, mein ganzes Leben nicht, sondern ich habe für Ideen, ja, heute die Ideen des bezahlbaren Wohnraums zu schaffen, die Idee zum Beispiel im Charity-Bereich es fertig zu bringen, dass in Deutschland es heißt, Wirtschaft kann Kinder, dass wir als Wirtschaftstreibende, als Leute, die den Staat beiwohnen, im Staat Teil des Staates sind, zeigen, dass wir an einer Stelle die Kinder weiter unterstützen können, wo der Staat es gar nicht mehr weiter kann. Ja. Und genauso als Wirtschaftstreibende zu sagen, die Betriebswirtschaft erwartet von uns, die Wirtschaft erwartet von uns, die Bevölkerung erwartet von uns mit Recht, dass wir das Produkt Immobilie für alle bezahlbar schaffen. Mhm. Das tut sie heute nicht. Das ist mein großer Plan mit Fertigteilwerk, mit ähnlich mit Prefabrication, Building Information Modeling. Mhm. Da würde ich alles für geben in meinem Unternehmen und ich werde den Weg zu Ende gehen, bis wir in der Lage sind, bezahlbaren Wohnraum zu machen. Und wenn ich nochmal eine Empfehlung abgeben kann, in dem Bereich der Digitalisierung, in dem Bereich von Building Information Modeling, in dem Bereich Architekturplanung und sonst was, ist Deutschland unerschlossen. Ich behaupte, in diesem Bereich können Sie sich kaputt verdienen. Ja? Sie können mit Ideen ganz viel erreichen, Sie können mit Engagement morgen Unternehmen gründen, 20 Mitarbeiter einstellen, Sie haben unendlich viel Arbeit, wenn Sie in diesem Bereich tätig sind. Auch hier geht es dann wieder darum, da kann man zum Beispiel sich auch umschauen, welche Länder sind da schon weiter und kann sich abschauen, copy and paste. Welche sind so die Schweden, Top 5 Länder? Schweden, Litauen, auch die Engländer lustigerweise. Ja. Und dann geht es schon weiter nach Asien, nach China müssen sie dann gehen, die das alles können. Also es geht nicht darum, das zu erfinden, sondern hier in Deutschland umzusetzen. Und die Digitalisierung hat vor der Immobilienbranche Halt gemacht. Und da ist ein unglaubliches Feld da. Leider sind die Universitäten bis heute nicht in der Lage, den Architekten die Digitalisierung beizubringen oder jedem Architekten einen IT-Spezialisten an die Seite zu stellen und dann IT-Spezialisten Architektur beizubringen. Aber das wird in 5 Jahren wird es das Geschäft sein, mit dem sie wirklich große Erfolge in diesem Land, in Deutschland erringen können, in Mitteleuropa. Lassen Sie Deutschland weg, lassen Sie Mitteleuropa. Der Wirtschaftsraum Mitteleuropa interessiert uns nichts anderes. Okay, jetzt mal unabhängig davon, ob wir Immobilien machen oder sowas Digitales. Jeder junge Unternehmer wird dann ein Investment brauchen, unabhängig von der Bank, vielleicht von einem Unternehmer wie Ihnen oder von einer Privatperson, die ziemlich wohlhabend ist. Was für einen Weg würden Sie da vorgehen oder empfehlen, ein derartiges Investment für eine gute Geschäftsidee zu bekommen? Also die Idee muss stimmen und die Verpackung muss stimmen. Sie müssen natürlich in der Lage sein, einen Businessplan zu machen. Sie müssen in der Lage sein, Ihr Projekt durchgedacht zu haben bis zu Ende. Sie müssen vor allen Dingen auch sich die Frage stellen lassen, was passiert, wenn Ihr Plan nicht aufgeht, wie reagieren Sie darauf? Und Sie müssen sich auch fragen lassen, wie viel sind Sie selber bereit, darin zu investieren? Wissen Sie, ich habe dann junge Leute vor uns oder wir haben junge Leute vor uns, die haben eine tolle Idee und dann sage ich, naja, mit wie viel eigenem Geld würden Sie da reingehen? Und dann sagen die, nee, ich suche Equity. Ja, dann ist das schon vorbei, das Gespräch. Weil wenn, dann muss der Unternehmer mit eigenem Herzblut, mit eigenem Engagement, mit eigenen Garantien, dann muss er sich dem Ziel verschrieben haben. Und dann gibt es sicherlich auch Family Office,
private Personen, die bereit sind, so ein Startkapital zu geben. Ich werde dazu nicht befragt. Ich investiere sehr viel in Charity und in Kinderprojekte. Ja. Aber sagen wir es mal so, wenn jemand käme mit einer Idee ganz eng am Unternehmen entlang, zum Beispiel zu uns käme und sagen, ich hätte eine Idee, ich könnte da ein Planungsbüro umsetzen oder dies oder jenes, ich könnte mit Architektur kommen, ich brauche da die Unterstützung, würden wir sicher investieren. Wenn jemand kommt und sagt, gib mir Geld, dann wird es schwierig. Wenn aber jemand kommt, ich komme mit einer Idee, da kann ich dein Business verbessern, aber ich möchte für mich bleiben, ist eine gute Chance da, dass so ein Typ wie ich ja sagt. Wenn er noch selbst hat investiert ist und im Risiko dabei ist, das sind, so die, sind das die zwei wichtigsten Punkte, die Sie nennen? Ohne das? Es gibt Glücksritter, die das ohne geschafft haben, aber der Unternehmer nicht in der Regel. Alles klar. Super, dann vielen Dank, Herr Gröner, für Ihre Sehr Zeit. Gerne. Und wenn Sie noch ein abschließendes Wort da lassen wollen, ist das der richtige Zeitpunkt? Ja, also das Wichtigste ist, dass ihr für eure Idee brennt. Und ganz sicher ist, was ihr für möglich haltet, wird auch möglich. Ja. Das heißt, mein Leitspruch ist, ich denke, also werde ich. Und das ist das Wichtigste. Glaubt an euch. Lasst euch nicht zu viel von den anderen sagen, sondern geht euren Weg. Und der ist meistens nicht in einem Jahr oder in zwei zu Ende, sondern er braucht meistens 5 oder 10 Jahre. Und wenn ihr den Mut habt, den Weg zu gehen, kommt ihr an. Alles klar. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg auf der MIPIM. Sehr gerne.